ist ja schon schön, wenn wir jetzt in einer guten Situation drin sind, in so einem Zwischenhoch, dass man sich aber auch nicht dürft durch die warmen Fallwinde verleiten lassen und das Gefühl hat, man sei schon über allen Bergen. Das ist ja auch klar und das möchte ich Ihnen jetzt ein bisschen näher bringen, auch im Zusammenhang mit der Haushaltssanierung. Sie sehen das provisorische Ergebnis von der Jahresrechnung 2018. Wir haben einen sehr erfreulichen Abschluss, einen außerordentlichen Überschuss von 327 Millionen Franken. Sie sehen, wie das hier auf dieser Folie zustande gekommen ist. Ich glaube, das ist eine sehr illustrative Folie. Sie sehen als Ausgangspunkt Budget 2018. Dort hat es so ein Minus 1. Das ist, weil eben das Budget angepasst ist um die vom Grossen Rat bewilligten Nachtragskredite. Dann haben wir den Überschuss mit den Steuern, wo wir einen hohen Mehrertrag bei den Steuern haben, vor allem bei den Kantonssteuern rund 100 Millionen Franken. Das gegenüber den Steuereinnahmen von insgesamt 2,2 Milliarden Franken, um in die Relation zu setzen. Und wir haben diverse Budgetunterschreitungen, Aufwandminderungen und eben auch Mehrerträge, die das Rechnungsergebnis verbessern. Der Heimfallverzicht Klingnau, der ist mit dem Budget im Grossen Rat mal beschlossen worden und der ist ja darum auch in dem Budget 2018, in dem angepassten Budget eben auch schon drin. Generell lässt sich feststellen, und das freut mich besonders und den Gesamtregierungsrat, dass wir das auch im Detail dann im Jahresbericht noch ausweisen, dass wir in allen Departementen Ausgaben- und Budgetdisziplin von der Verwaltung als sehr hoch erfüllt können anschauen. Und das ist natürlich auch Zeug davon, dass man Verständnis hat mit den Mitteln, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben vom Grossen Rat, für die Erfüllung der vom Grossen Rat definierten Aufgaben, dass wir eben auch damit haushälterisch umgegangen sind und die Aufträge haben können erfüllen. Wir haben neben der bereits budgetierten, und das ist der rechte Teil jetzt, die grünen Balken, sehen Sie, was wir beantragen, das sind eigentlich Kernaussagen, was wir beantragen, wie wir mit dem Überschuss umgehen wollen, wie wir den würden gerne im Grossrat beantragen, zu verwenden. Nämlich, dass wir neben der bereits budgetierten und verbuchten Einlage von 28 Millionen Franken in die Ausgleichsreserve eine weitere Einlage von 252 Millionen Franken würden gerne tätigen. Damit kann der Staatshaushalt für die nächsten Jahre und eben nicht nur für das Planjahr, sondern über das Planjahr raus. Wir gehen davon aus, zurzeit in einer Betrachtung zum heutigen Zeitpunkt bis 2026 kann er so mit diesen Massnahmen ausgeglichen werden, ohne dass eben dazu einnahmenseitige Massnahmen wie beispielsweise Aussetzung, Schuldentilgung oder eine Steuererhöhung eben trotzdem ohne diese Massnahmen eben auch die Planjahre und die Folgejahre können ausgeglichen sein. Die Ausgleichsreserve, die hat den Zweck, eben können bei Konjunktureinbruch hohe Defizite auffangen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Auch das ist natürlich da drinnen auch enthalten. Und wir brauchen es aber auch jetzt, entsprechend dem Konzept von der Haushaltssanierung, auch zur Schließung der Finanzierungslücke. Der Regierungsrat möchte aber zusätzlich auch, und das ist ihm ganz wichtig, eben einerseits ausgeglichene Planjahre zu haben, dafür auch die entsprechend notwendigen Mittel in die Ausgleichsreserve einlegen, möchte aber auf der anderen Seite auch für eine nachhaltige Finanzpolitik, für eine langfristig angelegte Finanzpolitik, sich eben auch mit der Vergangenheit befassen, um eben für die Zukunft, für die nächste Generation auch wieder Handlungsfreiheit zu bekommen. Und das beinhaltet eben auch, dass man sich mit der alten Schlechtwetterlage, eben mit den alten Defiziten eben befasst und eben die alten Fehlbeträge, wenn es möglich ist, mit dem etwas übrig ist, dass man dann eben auch sich mit der Schuldenbewirtschaftung aktiv befasst. Und da schlagen wir eben einen zusätzlichen Schuldenabbau von 75 Millionen Franken vor. Und wenn man jetzt das in Verhältnis setzt zu dieser Ausgleichsreserve von 252 Millionen Franken, haben wir 187 Millionen Franken, wo man Schuldenabbau im 2018 vorgesehen. Und in dem Sinn finden wir das einen sehr anständigen Umgang mit dem erfreulichen, außerordentlichen Überschuss. Die Jahresrechnung bereinigt um Sondereffekt. Was bedeutet jetzt das? Sie haben links den Balken, wieder die 327 Franken Überschuss. Wie kommt der zustande? Wo kommt der her? Das ist natürlich einer der
Hauptpunkte sind die Heimfallverzichtsentschädigung Klingnau, die im Budget drin waren. Dann aber auch die außerordentliche Ausschüttung von der SNB. Das sind die beiden Positionen, machen zwei Drittel von dem Überschuss aus. Wir haben auch bei den Steuern eben auch Einmaleffekt, Verrechnungssteuer vom Bund. Das war schon letztes Jahr der Fall, schon letztes Jahr Thema gewesen. Hohe Repartitionen und aber auch Grundbuchabgaben. Das war auch letztes Jahr schon Thema gewesen. Darum finden Sie eigentlich hier auch wieder die gleiche Darstellung. Es ist in dem Sinn von den Sondereffekten her nichts Neues, außer was dazugekommen ist. Ist auch bekannt aus den Medien, ist die Postauto AG Rückzahlung, die außerordentliche Rückzahlung, wo der Kantonsanteil 10 Millionen Franken ausmacht. Zusätzlich ist erwähnt Spitalfinanzierung, wo wir einen Minderaufwand haben von 25 Millionen Franken. Der Aufwand ist sogar tiefer als 2017, was angesichts der bisherigen Aufwandentwicklung außergewöhnlich ist und so nicht hätte können erwartet werden. Dazu wesentlich beigetragen haben unseres Erachtens ein tiefes Fallwachstum in der Akutsomatik und vermehrt ambulant statt stationäre Eingriffe. Wir untersuchen jetzt, inwieweit es sich dabei um einen Einmaleffekt handelt. Das ist natürlich auch wichtig für die Zukunft, wenn wir über Planjahr reden, über die nächste Geländekammer. Das muss noch vertieft geprüft werden. Dann haben wir einzelne Projektverzögerungen bei den Investitionen. Und gesamthaft können wir sagen, wenn Sie den Abschluss nehmen, die 327 Millionen Franken, haben wir eine Bereinigung um Sondereffekte, nachgewiesene Sondereffekte, einmalige Sondereffekte von 275 Millionen Franken. Vor einem Jahr konnte ich Ihnen noch das Zwischenhoch mit dem Abschluss bereinigt um Sondereffekte, eine schwarze Null. Und das Jahr 50 Millionen plus, was aber angesichts eigentlich von der Konjunkturlage, wo wir gerade drinnen stecken, eigentlich sollte höher sein. Also insofern ist es eine nicht unbedingt gerade so eine Euphorie, die ausbricht, aber es ist immerhin schon mal beruhigend, dass wir sogar einen Überschuss können verzeichnen. Das ist sehr erfreulich. Dann einfach hier noch mal ganz kurz die Aufgabenbereiche. Sehen Sie hier mit wesentlichen Budgetabweichungen grösser 5 Millionen Franken. Ich bin eigentlich auf die meisten schon eingegangen. Wir haben, wie gesagt, 100 Millionen Franken höhere Kantonssteuern, komme im Detail noch drauf. Dann aber auch bei dem Anteil Bundessteuern haben wir mehr Einnahmen, dort eben die erwähnten Einmaleffekte. Dann Aufgabenbereich Gesundheit habe ich vorher erwähnt, Postauto AG habe ich erwähnt. Beim Aufgabenbereich Berufsbildung und Mittelschule, dort ist der Kantonsbeitrag aufgrund der weniger Pflichtpensen tiefer ausgefallen und der Bundesbeitrag ist deutlich höher ausgefallen als budgetiert und das hat in dem Sinn zu dieser Verbesserung geführt. Bei der Volksschule ist das Budget um 12 Millionen Franken unterschritten worden, das bei einem Gesamtvolumen von rund 600 Millionen Franken, was etwa 2% ausmacht. Dann haben wir noch Grundbuchämter, Mehreinnahmen von 5 Millionen Franken und bei der Sonderschulheimwerkstätten hat man ein Aufwandwachstum um rund 7 Millionen Franken tiefer verzeichnet als erwartet. Wie sieht jetzt die Aufwandentwicklung aus 2018 im Vergleich zum 2017? Wenn man das anschaut, dann sieht man, dass wir ein nur sehr kleines Wachstum haben von 0,3%. Das ist sehr erfreulich und wenn man dann noch schaut, wie die Aufwandkategorien sich zusammensetzen, dann sehen Sie hier, der Transferaufwand, der wenig beeinflussbare Transferaufwand, da gehören dazu Spitalfinanzierung, Prämienverbilligungen, Sonderschulen, Hochschulen, Ergänzungsleistungen, öffentlicher Verkehr, das sind alles die Positionen. Sie sehen auf dieser Folie auch, dass der Personalaufwand, komme im Detail noch drauf, rückläufig ist und Sie sehen auch, dass das Aufwandwachstum mit 0,3% deutlich unter dem BIP-Wachstum von 1,7% ist und auch deutlich unter der Teuerung von 0,9%, auch das sehr erfreulich. Also man kann mit dieser Folie doch mit Fug festhalten. Man hat nach wie vor, wie schon in der Vergangenheit, haben wir den Aufwand, die Aufwandentwicklung doch sehr gut im Griff. Bei den Kantonssteuern, wenn man die vergleicht, 2014 bis 2018, ist auch eine bekannte Folie. Dort ist es so, dass die kantonalen Steuern einen Anstieg haben von 87,3 Millionen Franken, 4,6% über Budget. Auch nicht so berauschend, Kantonssteuern, natürliche Personen 2,7%, aber immerhin erfreulich, dass es zugenommen hat. Auch dort mal bei den natürlichen Personen wieder ein bisschen
Schub drin, Dave Sigrist, das freut ihn. Und auf der anderen Seite haben wir bei den juristischen Personen, wo halt auch immer volatiler ist, das wissen wir, die juristischen Personen, das sind auch die, die am ersten gerade wieder eben einbrechen, wenn wir konjunkturelle Schwankungen haben. Sie erinnert sich am Frankenschock, wo wir eben gerade mit dem starken Export von unseren juristischen Personen immer sehr stark und schnell betroffen sind. Auf der anderen Seite, wenn es dann auch mal wieder ein bisschen anzieht und besser ist, dann haben wir auch dort zuerst wieder einen Schub drin, einen Booster drin. Und da hat sich das niedergelegt oder zeigt mit 11,1%. Gegenüber dem Vorjahreswert ist es 1,9%. Also auch da zurückhaltende Euphorie, kann man sagen. Aber es ist doch erfreulich. Wir sind auf konstantem, gutem Kurs. Der Lohnaufwand, das ist auch immer ein Anliegen, natürlich von jeder Verwaltung und von jedem Betrieb, von jedem Unternehmen, dass man mit den Mitteln und mit den Ressourcen, die man zur Verfügung hat, das Bestmögliche rausholt, um eben die bestellten Leistungen zu erfüllen. Das ist uns, denke ich, gelungen und wir haben den Lohnaufwand, trotz auch der Lohnerhöhung, die man beschlossen hat und verdankenswerterweise vom Grossrat Unterstützung bekommen hat mit diesen 0,5%, haben wir den Lohnaufwand trotzdem konstant halten und ist in den letzten Jahren sowohl bei den Lehrpersonen als auch bei dem Verwaltungspersonal insgesamt sogar gesunken. Also da haben wir auch eine gute Bewirtschaftung. Sie sehen das auch hier, nochmal bei den ordentlichen Stellen pro 1000 Einwohner. Sie sehen den Peak, den Anstieg 2012. Das ist auf die Einführung des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechts zurückzuführen. Und im Vergleich von der ordentlichen Stelle beim Verwaltungspersonal, wenn man das eben im Verhältnis setzt zum Bevölkerungswachstum, wo wir momentan mit 1,1% an vierter Stelle sind, also man wächst immer noch extrem stark, zeigt das, dass wir sogar eine rückläufige Stellenentwicklung haben in den letzten 5 Jahren. Langfristig betrachtet kann man sogar sagen, wenn man diese Folie nimmt, und das ist doch noch eindrücklich, dass die Bevölkerung vom Kanton Aargau um rund 20% stärker gewachsen ist als Stellenwachstum. Und da dürfen wir die Aussage wirklich erhärtet anschauen, dass das Mengenwachstum aufgefangen werden kann, auch dank zunehmender Digitalisierung in den kantonalen Dienstleistungen. Da setzen wir alles dran. Es ist nicht immer in allen Bereichen gleich möglich. Darum haben wir auch Anträge gestellt. Aber gesamthaft dürfen wir sagen, die ordentlichen Stellen, auch pro 1000 Einwohner, die haben wir im Griff. Dann möchte ich noch ein Wort verlieren zum Schuldenabbau. Ich habe es eingangs gesagt, wenn wir eine zukunftsgerichtete Finanzpolitik betreiben und Haushaltssanierung machen, dann muss man ja schauen, dass man einerseits nicht wieder in die Defizitspirale hineinkommt. Das können wir vermeiden, indem wir eben mit der Ausgleichsreserve eben vernünftig und langfristig mit einem Langfristblick umgehen. Und auf der anderen Seite sind wir der Meinung, die Regierung, dass wir auch Mittel einsetzen für den Schuldenabbau. Das machen wir sowieso schon, indem wir bezüglich Schuldenabbau, Sonderfinanzierung, Sonderlasten ja ein Gesetz haben, das klar definiert ist, wie der Schuldenabbau passiert. Der passiert in diesem Jahr mit 68 Millionen Franken. Das ist gegeben, ist auch eingestellt und ist auch für die Folgejahre entsprechend eingestellt. Bei der Abtragung Fehlbeträge gemäss Schuldenbremse, das ist ja die wertvolle Schuldenbremse, die wir haben, die eingeführt worden ist, dass wir eben Defizite, die entstanden sind, beispielsweise jetzt bei der Schuldenbremse 2014 13 Millionen Franken, 2016 die 105 Millionen Franken, 2014 65 Millionen Franken, dass wir die eben jährlich müssen abtragen auf 5 Jahre raus und auch die das eingestellt wird. Also da sind wir auf dem sicheren Pfad, das wird abgetragen. Wir haben zusätzlich noch die alten Fehlbeträge aus der Vergangenheit. Dort haben wir noch einen Bestand per Ende 18, wenn wir 75 Millionen Franken, die der Regierungsrat beantragt, zusätzlich noch reintun, von 164 Millionen Franken. Also wir wollen massiv mehr reingeben, jährlich die 9 Millionen Franken, so, wie wir der Meinung sind, dass wir hier auch für eine zukunftsgerichtete Finanzpolitik, die Handlungsfreiheit soll geben soll, eben den Schuldenabbau, wenn möglich, eben auch vorantreiben. In dem Sinne ein ganz wichtiges Chart hier. Sie sehen, dass wir einerseits in die Ausgleichsreserve investieren, in die Zukunft investieren, dass wir Handlungsfreiheit bekommen, dass wir
können auch unsere Reformvorhaben eben auch durchführen und eben auch als wesentlichen Bestandteil weiterhin unterstützen, ohne dass wir in die Defizit geraten. Und gleichzeitig bauen wir insgesamt 2018 Schulden ab von 187 Millionen Franken seit Start Haushaltssanierung 2017 und 2018 damit gesamthaft 250 Millionen Franken an Schulden zurückgezahlt. Ich glaube, da sind wir auf einem seriösen und guten Pfad, wo wir auch drauf bleiben wollen. Und da freut es mich, dass ich jetzt für die Präsentation der Schwerpunkte Frau Staatsschreiberin das Wort erteilen darf. Ja, ganz herzlichen Dank, geschätzte Damen und Herren. Ich möchte kurz auf die Schwerpunkte des Regierungsrats eingehen. Unter dem Titel Modernisierung und Erhaltung der Standortattraktivität möchte ich gerne auf vier Schwerpunkte eingehen. Digitalisierung, Hightech Aargau, Steuervorlagssitz und Gesamtsichthaushaltssanierung. Ja, die fortschreitende Digitalisierung beeinflusst auch den Kanton. Wir haben es vorhin schon vom Landstatthalter gehört. Der Regierungsrat will die Digitalisierung oder den digitalen Wandel aktiv gestalten. Er hat deshalb schon im Rahmen der Gesamtsicht Haushaltssanierung das Modul Modernisierung der Verwaltung auf die Schiene gebracht. Ihr mögt euch erinnern. Zur Umsetzung dieses Moduls hat er das Programm Smart Aargau gestartet. Und dort werden gezielt Digitalisierungsvorhaben umgesetzt. Damit das Programm Smart Aargau eingebettet werden kann, hat der Regierungsrat die Strategie Digitale Transformation auf den Weg gebracht. Die Strategie Digitale Transformation soll im zweiten Quartal dieses Jahres verabschiedet und veröffentlicht werden. Also ihr werdet dazu noch etwas hören. Die Dachstrategie Digitale Transformation, die soll so viel heute schon gegen aussen, aber auch gegen innen wirken. Und dabei sind natürlich die Gemeinden und der Bund ganz wichtige Partner. Der zweite Schwerpunkt, das Programm Hightech Aargau, das tut ja der Regierungsrat schon seit längerer Zeit fortführen. Es hat ja zum Ziel, die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Aargauer Unternehmen zu fördern. Im ersten Jahr von dieser zweiten Periode 18 bis 22 steht die Optimierung der Dienstleistungen zur Innovationsförderung im Zentrum. Ganz besonders möchte ich an dieser Stelle erwähnen den Forschungsfonds. Im Schwerpunkt Hightech-Kooperationen mit diesem Forschungsfonds werden wir Innovationsprojekte fördern können. Dann auf die beiden Punkte Steuervorlage Sitze, Staff und Gesamtsicht Haushaltssanierung kommen wir nachher noch drauf. Schwerpunkte aus dem Bildungsbereich. Da möchte ich zwei führen haben, die Neuressourcierung der Volksschule und die Einführung des neuen Aargauer Lehrplan. Die neue Ressourcierung der Volksschule haben wir ja schon im Test gehabt. Es haben Schulversuche stattgefunden und im Herbst 2018, also letztes Jahr, hat der Schlussbericht vorgestellt werden. Und der zeigt deutlich, dass die neue Ressourcierung der Volksschule gut funktioniert und dass eigentlich der flächendeckenden Umsetzung dieses Konzepts nichts mehr im Weg steht. Parallel zum Schulversuch sind auch die konzeptionellen Arbeiten, damit man diese flächendeckend umsetzen kann, sind vorwärts getrieben worden. Jetzt steht eigentlich nur noch die Verordnungsänderung an. Beim neuen Aargauer Lehrplan ist es so, dass der Regierungsrat im Sommer letztes Jahr den beschlossen hat. Und der neue Aargauer Lehrplan basiert auf dem Deutschschweizer Lehrplan, also auf dem Lehrplan 21. Damit hat der Regierungsrat die vom Bund verlangte Bildungsharmonisierung eigentlich realisiert und jetzt geht es an die Umsetzung. Der neue Lehrplan soll gestaffelt eingeführt werden. Im Schuljahr 2021 fängt man mit dem Kindergarten, der Primarschule und der ersten Oberstufenklasse an. Dann im Jahr darauf, also im Schuljahr 2021-2022, kommen die zweiten Oberstufenklassen dran. Und dann ab 2022-2023 sollen es dann alle Klassen sein, die nach dem neuen Lehrplan 21 unterrichtet werden, beziehungsweise nach dem neuen Aargauer Lehrplan. Dann möchte ich noch auf den Schwerpunkt Standortsuche Grossunterkunft im Asylbereich eingehen.
Konzept der kantonalen Grossunterkünfte sieht ja vor, dass die verschiedenen Personengruppen regional ausgewogen in kantonalen Unterkünften untergebracht werden sollen. Im August 2017 hat der Regierungsrat entschieden, vorerst eine dätige Pilot-Grossunterkunft zu realisieren. Zu diesem Zweck sind kantonseigene Grundstücke, aber auch Grundstücke, die im Eigentum der Gemeinde oder von Privatpersonen sind, geprüft. Und er hat im November letzten Jahr entschieden, der Regierungsrat, dass 8 dieser Standorte noch näher geprüft werden. In der Zwischenzeit haben mit den Gemeinden und mit den Eigentümern Gespräche stattgefunden zu diesen 8 möglichen Standorten. Der Regierungsrat wird sich in den nächsten Wochen mit den Ergebnissen von diesen Gesprächen auseinandersetzen. Was man aber heute schon sagen kann, ist, dass man wahrscheinlich nochmal auf die Suche von zusätzlichen Standorten muss gehen, um wirklich eine so eine Pilot-Grossunterkunft zu realisieren. Was man aber auch sagen kann, ist, dass die Standortwahl ganz sicher in enger Kooperation mit den Gemeinden und den entsprechenden Koordinationsgemeinden, Gemeindekanton, Koordinationsgremien von Gemeinden und Kantonen realisiert werden. Schließlich möchte ich noch auf Schwerpunkte der Verkehrs- und Umweltpolitik eingehen. Dabei die Limmatalbahn und die Teilrevision des Waldgesetzes und die Anpassung des Richtplans. Bei der Limmatalbahn kann man sagen, dass die Arbeiten gestartet werden konnten. Die erste Etappe ist im Fahrplan. Und dass jetzt schon die Arbeiten für die zweite Etappe können in Angriff genommen werden, indem dass man jetzt das Projekt analysieren und für Kielwanger-Spreitenbach die Submissionsvorbereitungen und Ausführungsprojektierungen fortsetzen konnte. Schließlich noch zur Änderung des kantonalen Waldgesetzes und von der kantonalen Richtplan, das ist vom Grossrat angenommen worden, so dass ab jetzt im ganzen Kantonsgebiet statische Waldgrenzen gelten. Damit möchte ich gerne am Landstatthalter wieder übergeben, der die Würdigung der Jahresergebnisse vornimmt. Besten Dank. Kommen wir damit zur Würdigung, Zusammenfassung von der Jahresrechnung, von der provisorischen Jahresrechnung 2018. Sie schließt mit einem hohen Überschuss 327 Millionen Franken. Wir haben gewichtige Sonderfaktoren wie Heimfallverzichtsentschädigung, Klingnau, Zusatzausschüttung SNB, günstige Konjunkturbedingungen und auch eine sehr hohe Budget- und Ausgabendisziplin von der kantonalen Verwaltung. Wir möchten zusätzlichen Schuldenabbau von 75 Millionen Franken vorgesehen, insgesamt somit 187 Millionen Franken und eine zusätzliche Einlage von 252 Millionen Franken in die Ausgleichsreserve. Wir erachten das als einen zukunftsgerichteten Schritt zur nachhaltigen Sanierung von unserem Aargauer Staatshaushalt und wir wollen am eingeschlagenen Weg von der Haushaltssanierung damit klar festhalten. Der Aufwand entwickelt sich stabil, er ist im Vergleich zum Vorjahr, wächst der bereinigte Aufwand um nur 0,3%, also viel tiefer als das Wirtschaftswachstum und die Teuerung. Und damit als Folge davon sinkt die Staatsquote von 11,2% auf 10,9% um minus 0,3%. Die Überschussverwendung und die Berücksichtigung von der beantragten Überschussverwendung können zusammengefasst damit 187 Millionen Franken abgebaut werden. Ich habe es schon gesagt, in den letzten zwei Jahren rund 250 Millionen Franken Schuldenabbau. Der Kantonshaushalt, ich komme noch bei der Haushaltssanierung dazu, ist noch nicht nachhaltig saniert. Wir müssen in den kommenden Jahren noch auf hohe Einnahmen, Entnahmen, auf Einnahmen hoffen und damit Entnahmen aus der Ausgleichsreserve können machen. Das ist erforderlich, um ohne einnahmenseitige Massnahmen, sprich beispielsweise Steuererhöhungen oder Aussetzung Schuldentilgung, wo wir die Möglichkeit noch hätten, Ausgleich im Planjahr zu erzielen. Ohne die Reformvorhaben, und das sind Kernelemente der ganzen Haushaltssanierung, und eben auch neben der Reformvorhaben die Ausgleichsreserve, da würden substanzielle Defizite verbleiben, wenn wir diese beiden Elemente nicht hätten, was eben auch aufzeigt, dass die Haushaltssanierung noch nicht abgeschlossen ist.
Damit würde ich gerade überleiten, gerade fließend auf Stichwort aufnehmen, Haushaltssanierung, zum Zwischenbericht Haushaltssanierung. Die bekannte Folie, mit der ich einsteigen möchte, man kann die nicht genug zeigen, sondern einfach das System versteht und auch, wir können jetzt dann da langsam die Hörli noch ein bisschen hindern tun, vielleicht, wenn wir weiter noch daran festhalten. Wir hoffen natürlich, dass wir schneller werden, dass wir schneller zum Schluss kommen, aber wir müssen an dem Sanierungskonzept unbedingt festhalten. Sie kennen das, es ist ein mehrstufiges Sanierungskonzept mit kurzfristigen und langfristigen Elementen. Ich gehe nur ganz kurz darauf ein. Wir haben auf der einen Seite die Sanierungsmassnahmen 2018, der graue Balken, wo 30 bis 40 Millionen Franken jährlich Entlastungswirkung erzeugt. Wir haben auch da drin die Heimfallverzichtsentschädigung für Wasserkraftwerk Klingnau, die ja nur einmalig war. Dann haben wir das Kernstück des Sanierungskonzepts, die Reformvorhaben, wo wir wollen, die Aufwandseite nachhaltig entlasten, einlaufend 80 bis 120 Millionen Franken jährlich, also ein Jahr 30 Millionen, im ersten dann 50 Millionen und dann auf 80 Millionen auf als Mindestziel, dass wir da jährlich Entlastungswirkung haben und gleichzeitig eben auch einen Beitrag an die Weiterentwicklung mit diesen Reformvorhaben, darum sind es eben nicht Sparvorhaben, sondern Reformvorhaben. Wenn wir eben auch beispielsweise gerade mit Smart Aargau eben auch einen Beitrag an die Modernisierung vom Kanton und die Weiterentwicklung von der Modernisierung vom Kanton leisten. Die Reformvorhaben sind strategisch ausgerichtet und bedingen teilweise auch eine Gesetzesänderung und entfalten damit auch im politischen Prozess, der berücksichtigt werden muss, die Entlastungswirkung natürlich erst mittel- bis langfristig. Ursprünglich hat das Sanierungskonzept auch noch Sie sehen, das blaue Teil hier unten fehlt jetzt. Das ist da, wenn Sie genau anschauen, was in der schematischen Darstellung jetzt geändert hat. Im heutigen Zeitpunkt dürfen wir davon ausgehen, dass wir keine einnahmenseitigen Massnahmen müssen treffen müssen. Darum bilden wir es jetzt hier auch anders ab. Also keine Steuererhöhung. Aus heutiger Sicht können wir auf ertragsseitige Massnahmen verzichten. Vor dem Hintergrund des interkantonalen Steuerwettbewerbs ist das sicher auch eine ganz wichtige strategische Weichenstellung. Ich komme nachher bei der SV 17 drauf, haben wir auch nicht so viel Handlungsspielraum, um dort noch in die andere Richtung wirken. Also ist das auch ganz wichtig, dass man eben einen weiteren Aspekt und Begründung, um eben an dem Haushaltssanierungskonzept festhalten. Sie sehen da noch mal ganz kurz, wie das funktioniert mit den verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten. Also immer, wenn man an einem Stellschräubli schraubt in die eine Richtung, muss man am anderen Stellschräubli eben auch schrauben. Also in die andere Richtung natürlich, oder? Dass es wieder ausgeglichen ist, dass es nicht einen Gap gibt. Also wenn man jetzt bei der Reformvorhaben, bei der aufwandseitigen Massnahmen etwas rausstreicht oder nicht macht, dann hat das so Konsequenz, wenn man es nicht irgend anders wieder decken kann, nachhaltig decken, nicht mit einmaligen Massnahmen, dann müsste man eben bei einer ertragsseitigen Massnahme oder allenfalls Finanzmassnahmen wieder entsprechend am Stellschräubli drehen, dass sie einfach das Konzept sehen, das muss immer entsprechend natürlich dieser Finanzierungslücke ausgerichtet sein. Wenn die Finanzierungslücke kleiner wird, dann braucht es weniger Gefahr bei der Stellschräubli, oder? Das ist die Wirkung, die man muss drehen bei der Stellschräubli, ist der natürlich tiefer. Und das Ziel ist ja, dass man die Finanzierungslücke dann irgendwann mal weg hat und nachher eigentlich im Normalmodus weiterfahren können. Und da ist Stichwort gefallen, Finanzierungslücke, das ist natürlich das zentrale Element. Finanzierungslücke, die definiert sich und entspricht dem finanziellen Handlungsbedarf, um den Staatshaushalt nachhaltig ins Gleichgewicht zu bringen. Das ist die zentrale Definition von der Finanzierungslücke. Es ist logisch, dass das unsichere und schwankende Grösse ist, dass je nach Entwicklung von der volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und anderen Einflussfaktoren auf der Aufwandseite, aber auch auf der Ertragsseite, kann sich die kontinuierlich verändern. Darum muss auch die immer wieder angepasst werden. Da tun wir sie auch immer zusammen mit dem Budget, wenn wir wieder den AFP bringen, ist es natürlich ganz eine wesentliche Grundlage, dass die dann wieder erhärtet, nach dem Kenntnisstand, den wir dann zumal wieder haben, im August 2019 wieder angeschaut wird, wie die aussieht. Wir haben ja gestartet mit 250 Millionen im August 2017, im August 2018 haben wir sie schon recht stark reduziert können präsentieren. Wir gehen davon aus,
dass es im August 2019 unter 100 Millionen zu liegen wird kommen. Die strategische Lagebeurteilung von unserer Haushaltssanierung bzw. von unserem Haushalt. Da werden wir uns damit intensiv befassen. Jetzt auch noch Analyse von all dem, von dem Ergebnis, das wir hatten, von der Entwicklung und Risiken und Chancen, wo ich leider nachher auch noch müssen darauf hinweisen muss, werden wir im Winter 2020 eine langfristige Finanzperspektive Anfang 2020 aktualisieren. Also wir ziehen es ein bisschen vor, wie wir der Meinung sind, es hat sich jetzt doch viel verändert. Die Haushaltssanierung ist eigentlich erfreulicherweise schneller unterwegs, wie wir erwartet haben. Wir haben sie eigentlich eher ein bisschen länger angesetzt. Wir sind jetzt gerade vielleicht auch dank dem konjunkturellen Schub sind wir ein bisschen schneller unterwegs und darum rechtfertigt sich auch, dass wir die langfristige Finanzperspektive im Winter 2020 eben genauer untersuchen. Wir werden uns auch mit den Risiken und grossen politischen Herausforderungen für den Kanton Aargau auseinandersetzen. Und ich komme nicht darum herum, jetzt die gleich schnell anzusprechen. Bei den Konjunkturaussichten bestehen erhebliche Unsicherheiten, insbesondere für die exportorientierte Schweiz und den exportorientierten Kanton Aargau. Gesamthaft aber im schweizerischen Rahmen natürlich der ungewisse Ausgang der Verhandlungen bezüglich Rahmenabkommen. Dann der Handelsstreit zwischen USA und China, Brexit, Verschuldung verschiedener europäischer Länder und der EU-Raum, der für die Schweiz und eben auch den Kanton Aargau ein ganz wichtiger Absatzmarkt ist und damit logischerweise auch ein Risikofaktor. Wir müssen nicht weit zurückschauen in den Jahren 2013, 2014, über 2016, was da alles bewirkt hat. Also das Wirtschaftswachstum und Kanton Aargau, das kann volatile Schwankungen unterliegen. Dann haben wir auf der anderen Seite das Bundesgerichtsurteil vom Januar 2019, die Klage, die gut geheissen wurde, ist bezüglich Einkommensgrenzen für Krankenkassenprämien im Kanton Luzern. Die Einkommensgrenzen im Kanton Aargau liegen zwar deutlich höher als im Kanton Luzern, aber auch da müssen wir prüfen, ob eine Klage im Kanton Aargau, was das würde bedeuten. Und das ist in Abklärung und kann aus heutiger Sicht noch nicht abschließend beurteilt werden, aber das ist ein Punkt, wo man natürlich genau noch muss anschauen, jetzt im Hinblick auch auf Planjahr, auf das nächste Budget im Herbst. Dann im Bereich Spitalfinanzierung ist das Bundesgerichtsentscheid zur kantonalen Umsetzung des Grundsatzes ambulant vor stationär hängig. Auch da müssen wir das anschauen und untersuchen. Da ist der heutige Stand nach Rückmeldung vom DGS, dass wir davon ausgehen, dass mit der künftigen Entlastung vermehrt ambulanter durchgeführter Eingriffe trotzdem zu rechnen ist. Dann haben wir die Beteiligungserträge, die Sie auch gesehen haben mit der AKB, wo wir vorsichtig Fundreserven ausscheiden und auf die Seite legen, weil wir nicht wissen, wie stark die Eigenkapitalforderung von der FINMA wie sich die auswirkt. Und das ist sinnvoll, das zu parkieren. Und auf der anderen Seite die SMB, die auch immer wieder Unsicherheiten birgt. Ich möchte einfach darauf hinweisen, dass die Normalisierung von der Geldpolitik wahrscheinlich in der nächsten Zeit, und wahrscheinlich schneller, wenn wir denken und wie es lieb ist, wird vor der Tür stehen. Es ist noch nie so expansiv gewesen wie heute. Die Bilanz von der SNB ist 9-mal so gross wie 2008. Und da ist eine echte Gefahr von der Überhitzung, also Überhitzungs- und Inflationsgefahr. Und darum sind wir nach wie vor der Meinung, dass es richtig ist, wie fast alle Kantone, dass man vorsichtig budgetiert bezüglich SNB, dass man also auch da weiterhin mal zum heutigen Zeitpunkt davon ausgeht, dass man einfach mit der einfachen Ausschüttung fahren, gemäß Budget. Dann der Ressourcenindex, der eigentlich etwas Erfreuliches ist. Oder? Ressourcenindex, wie müssten wir jetzt ja eigentlich dann besser werden, wenn wir noch bessere Abschlüsse haben, Steuerabschlüsse, wird der wieder ansteigen. Führt aber auf der anderen Seite natürlich dann auch zu tieferen Ausgleichszahlungen. Dann haben wir das Mengenwachstum, strukturelle Anpassungen, gesellschaftliche Herausforderungen, die ich vorher schon erwähnt habe, zukunftsgerichtete Investitionen. Das ist so einfach mit einem Nebensatz gesagt. Denken Sie an die Mittelschulen, Kantonsschulen, das Bevölkerungswachstum 1,1%. Die Kinder sind schon auf der Welt. Die Kinder gehen irgendwann dann mal in die Schule. Da kann man davon ausgehen, wenn sie da bleiben. Und da wird das so sein. Also muss man jetzt wissen, dass man in den nächsten Jahren, und wenn das in 10, 15 Jahren, wenn Sie eine Kantonsschule gebaut haben, wenn Sie jetzt anfangen, dann ist eigentlich schon vorgestern.
Und das ist einfach, sind Herausforderungen, die wir auch mit dem Immobilienvorhaben versuchen, auch noch aufzufangen, die momentan ja in der Anhörung ist. Dann haben wir, einfach, vergisst man manchmal auch, 2024 fällt der Ertrag aus der Reserve von der Übertragung von der Spitalimmobilien von jährlich rund 34 Millionen Franken weg. Jährlich 34 Millionen Franken sind doch auch noch 2 Steuerprozente. Also das muss man auch wieder sehen. Das sind alles Faktoren, wo man muss berücksichtigen, wenn man so eine Planung macht. Und darum auch eben doch eine zurückhaltende Planung immer noch angezeigt ist. Es ist unerlässlich, auch den Blick in die finanzpolitische Zukunft neu auszurichten, gerade vor dem Hintergrund. Wird sich wahrscheinlich auch noch mal einiges verändern, jetzt bis im August, bis zum AFP. Aber damit wollen wir uns auseinandersetzen, wenn wir diese Arbeiten sauber aufgeleistet haben, dann auch eben die strategischen Entscheidungen treffen mit einer eben langfristigen Finanzperspektive, die wir wollen noch mal untersuchen. Sie sehen hier noch mal die Gesamtsicht Haushaltssanierung in der zeitlichen Übersicht, wie wir gestartet haben. Startschuss am 17. Mai 2017. Hier noch unter dem Stern vom schlechten Abschluss 16 mit den 100 Millionen Defizit, wo wir froh sind, dass wir hier die Unterstützung und das Mittragen vom Grossrat bekommen. Bis jetzt in all diesen Etappen haben wir immer können so fahren. Man hat schon das Gefühl, es ist ewig her, wo man da dran ist, aber das ist erst 2 Jahre. Also wir haben eigentlich erst angefangen und darum scheint es auch ganz wichtig, dass wir auf dem Pfad bleiben, dass wir die Finanzierungslücke können weiter schliessen, dass wir nachher dann so bald wie möglich wieder in den Normalmodus reinkommen. Also wir wollen dann im August 2019 mit dem 5. Zwischenbericht Gesamthaushaltssanierung dann Ihnen auch wieder die Finanzierungslücke erarbeitet und überarbeitet mit all den noch zu untersuchenden Erkenntnissen dann wieder präsentieren, dass man nachher kann, auch mit der Langfristperspektive, die richtigen Weichen stellen für die Zukunft. In dem Sinne so ein Zwischenfazit, Zwischenergebnis. Man darf sagen, dass die Ausgaben- und Budgetdisziplin sehr hoch ist. Wir gehen mit den zur Verfügung stehenden begrenzten Mitteln, die wir haben, nicht nur finanziell, sondern auch ressourcenmässig, gehen wir sehr sparsam um und haben, glaube ich, die Haushaltsführung und die Aufgabenerfüllung insgesamt mit einer konsequenten Anwendung, wie es beauftragt ist, sehr gut im Griff. Substanzielle ertragsseitige Massnahmen kann aus heutiger Sicht weiterhin verzichtet werden und wir sind im Gesamthaushaltssanierungskonzept auf die beschlossene Zuweisung von der Heimfallverzichtsentschädigung Klingnau in die ordentliche Rechnung wirklich dankbar und auch darauf angewiesen für diesen Haushalt, für diesen ausgeglichenen Haushalt und dank der Einlage in die Ausgleichsreserve eben auch für eine langfristige Sanierung eben sicher auch auf Kurs. Trotz laufender Haushaltssanierung wollen wir am Schuldenabbau festhalten. Wir werden jetzt noch 2, 3 ausgewählte Module noch zeigen, im Sinne des Zwischenberichts zu der Haushaltssanierung. Und dafür gebe ich ab fürs Erste der Staatsschreiberin Vincenza Trevigno das Wort. Ganz herzlichen Dank. Der Landstatthalter hat es gesagt. Wir dürfen nicht alle Module abbetten, die wir haben, sondern uns wirklich auf 3 Module fokussieren. Als erstes Modul möchte ich die Entlastung Volksschule zeigen. Das Modul finanzielle Entlastung Volksschule hat ja zum Ziel, den Bildungsfranken gezielter einzusetzen. Also das heisst, es geht darum, Effizienz zu gewinnen. Aufgrund von 2 Entwicklungen haben wir jetzt auch eine kontinuierliche und nachhaltige Entlastungswirkung können erzielen. Auf der einen Seite sind die Abteilungsgrössen, die durchschnittlich gestiegen sind. Und auf der anderen Seite hat sich gezeigt, dass die Löhne der Lehrpersonen im Durchschnitt tiefer sind als Planwert. Wieso ist das so? Bei den Abteilungsgrössen ist es so, dass dank der Einführung von ALSA, das ist ein Softwareprogramm, man besser kontrollieren kann, dass die Abteilungsgrössen wirklich eingehalten werden. Also es gibt weniger Sonderbewilligungen für sehr kleine Abteilungen, sondern die Abteilungen werden wirklich aufgefüllt. Bei den Löhnen ist es so, dass dank dem Rotationseffekt, also dank dem Austritt von älteren Lehrpersonen, die tendenziell höhere Löhne haben, und dem Einkommen von jüngeren Lehrpersonen, die durchschnittlichen Lohnkosten können reduziert werden.
Und schließlich möchte ich nochmal auf die neue Ressourcierung der Volksschule eingehen. Man hat festgestellt im Schulversuch, dass die Mittel, die man pro Schüler zur Verfügung stellt, nicht vollständig ausschöpfen. Das heisst, auch bei dieser neuen Ressourcierung der Volksschule hat man Effizienzgewinne und die werden nachhaltig sein. Insgesamt stellt man fest, dass die Entlastungswirkung von diesem Modul Entlastung, finanzielle Entlastung der Volksschule etwa 15 bis 25 Millionen nachhaltig können realisieren. Dann komme ich zum Reformvorhaben Grundpfandrecht. Was ist der Hintergrund dazu? Der Kanton Aargau ist heute einer der wenigen Kantone oder eigentlich der einzige Kanton, der keinen Sicherungsmechanismus kennt für das gesetzliche Grundpfandrecht. Das führt dazu, dass wenn Grundstücke Gewinnsteuern aus dem Verkauf von einem privaten Grundstück oder auch von einem geschäftlichen Grundstück, wenn da Grundstücke Gewinnsteuern anfallen, dass man die nicht absichern. Und das führt dazu, dass gewisse Leute einfach die Steuern schlicht und ergreifend nicht zahlen. Das führt zu Steuerausfällen. Im Durchschnitt 1,4 Millionen Franken pro Jahr. Um die Steuerausfälle nicht mehr zu haben in Zukunft, beziehungsweise um zu sichern, dass die Steuerforderungen wirklich dass denen nachgekommen ist, will man das Steuergesetz ändern und das Grundpfandrecht einführen. Wie würde das funktionieren? Bei einem Liegenschaftsverkauf wäre es dann so, dass man einen Teil der Kaufpreiszahlung beim Notar hinterlegt und in dem Moment, wo dann die Steuer gezahlt wird, die Mittel wieder freigegeben werden. Inklusive Verzinsung. Die finanzielle Auswirkung von dem Ganzen soll eben sein, dass man die 1,4 Millionen Franken pro Jahr nicht mehr verliert und dass man damit jeden, wo die Steuern schuldig ist, die auch tatsächlich zahlt. Wo sind wir bei diesem Modul? Die dreimonatige Anhörung von der Teilrevision des Steuergesetzes hat stattgefunden, die ist Mitte Januar abgeschlossen worden. Zurzeit werden die Ergebnisse von dieser Vernehmlassung ausgewertet und gemäss Plan soll die Botschaft im April vom Regierungsrat beschlossen werden und dem Grossen Rat überreicht werden. Dann möchte ich noch auf das dritte Reformvorhaben eingehen, nämlich öffentlicher Bahn- und Busverkehr. Um was geht es da? Beim Reformvorhaben öffentlicher Bahn- und Busverkehr geht es darum, Entlastungsmassnahmen im gesamten Bereich des öffentlichen Verkehrs zu realisieren. Im Vordergrund steht ein reduzierter Ausbau des Busangebots gegenüber dem Plan, den man ursprünglich hatte. Und das ganz besonders in dicht besiedeltem Gebiet. Wir verzichten auf Taktverdichtungen in Nebenverkehrszeiten und am Wochenende. Der Kanton tut die Angebotsverbesserung in der Randzeiten, also weniger und in urbanen Räumen weniger stark ausbauen. Zudem wird der Standort optimierte Busse einsetzen und Züge einsetzen. Das hat dann zwar mehr Stehplätze, ist vielleicht ein bisschen weniger angenehm für Passagiere, aber der Fahrkomfort ist durch das ein bisschen schlechter, aber durch das ist die Abgeltungssteigerung reduziert. Das heisst, man kann dort auch noch gewisse Einsparungen realisieren. Soviel zu den Reformvorhaben. Details werden nachher im Bericht dargestellt. Und damit übergebe ich wieder am Landstatthalter zum finanzpolitischen Ausblick. Das wäre jetzt die letzte Folie, falls wir mal für Schnaufer machen. Ein paar Fragen kann stellen. Finanzpolitischer Ausblick fasst in dem Sinn auch alles zusammen. Und in dem Sinn ist es wahrscheinlich eine der wichtigsten Darstellungen, die Sie mitnehmen müssen. Sie sehen darauf Finanzierungslücken. Sie sehen unten die Phase von der Gesamtsicht Haushaltssanierung, die Phase von der Finanzierungslücken schliessen, bis in den Strich in der Mitte. Und nachher wären wir eigentlich mal wieder im Normalzustand, wo wir nachher nur noch mit konjunkturellen Schwankungen eigentlich müssten rechnen und dort dann eben auch Überschüsse in die Ausgleichsreserve tun, in dem Umfang, wo wir davon ausgehen, dass wir sie brauchen für konjunkturelle Schwankungen und dann auf die Ausgleichsreserve zurückgreifen, wenn wir so Defizit gewärtigen müssten,
die uns wieder zurückrühren würden in eben einzeljährliche, unterjährige Sparprogramme. Also das ist auch der Sinn und Zweck von dieser Ausgleichsreserve, wie er ursprünglich beschlossen worden ist. Also wenn wir das Ziel schneller erreichen könnten, wir haben jetzt mal symbolisch so ein bisschen da eingezeichnet, wo jetzt die Finanzierungslücke könnte sein, das Erreichen von der Finanzierungslücke, der Strich in der Mitte, den Sie sehen, der ist eben leider noch nicht innerhalb der Planjahre, sondern eben noch außerhalb der Planjahre zum heutigen Zeitpunkt. Und je mehr, und dass wir natürlich in die Ausgleichsreserven rein tun können, desto mehr haben wir einen Beitrag an die Schließung der Finanzierungslücke und kommen schneller dorthin zum Strich in der Mitte, wo wir eben nachher wieder in den Normalmodus kommen. Die Grundidee des Regierungsrates ist die, dass wir so viele in die Ausgleichsreserven legen, wie für den Ausgleich in den Planjahren und in den Folgejahren, in den Jahren drüber, für die Haushaltssanierung notwendig ist und nicht mehr. Steht noch etwas zur Verfügung, so soll im Sinn von einer zukunftsgerichteten, stabilen Wetterlage auch alte Fehlbeträge, alte Schulden können abgebaut werden. Das ist die Grundidee des Regierungsrates in dem Haushaltssanierungskonzept. Kernelement natürlich die Reformvorhaben, die als langfristiger Bestandteil eben das Rückgrat sind. Und in dem Sinn ist natürlich auch der Appell an die Politik, auch wenn wir jetzt ein bisschen momentan durch die Föhnlage oder die Schönwetterlage ein bisschen gelöscht könnten, so Frühlingsgelöscht oder Sommergelöscht aufkommen und wieder ausgeben oder auch einnahmenseitige Anträge stellen, müssen wir sagen, können wir darüber reden, wenn wir eben wirklich in der stabilen Hochwetterlage sind. Und das ist eben erst, wenn wir über dem Mitte-Strich drin sind, wenn wir das erreicht haben, dann können wir wieder darüber reden. Bis dahin müssen wir konsequent bleiben und dieser Haushaltssanierung weiterfolgen, so wie es der Grossrat jetzt auch in den letzten Phasen auch mitgemacht hat. In dem Sinn schließe ich diesen Teil hier ab, bevor wir dann zur Botschaft kommen, zur Umsetzung von der SV 17, gebe ich Peter Buri zurück. Besten Dank. Wir schlagen vor, weil schon eine geballte Ladung an Informationen aus der Finanzmeteorologie, dass wir jetzt eine Fragerunde machen zum Jahresergebnis und zum Zwischenbericht Haushaltssanierung für die Medienschaffenden. Und anschließend dann würden wir den dritten Teil von der Doppelmedienkonferenz durchführen, SV 17. Wem von den Medienschaffenden darf ich das Wort geben für Fragen, Jahresabschluss, Zwischenbericht, Gesamtsicht, Haushaltssanierung? Stefan Ulrich. Ja, also Markus, da bei den Aufgabenbereich mit wesentlichen Budgetabweichungen sticht ja der Bereich Gesundheit raus mit minus 42 Millionen Franken. 25, hast du gesagt, hast Spitalfinanzierung, eben Verlagerung in ambulanten Bereich. Woher kommen denn die anderen rund 20 Millionen Franken? Weil das heisst ja immer in der Gesundheit, da geht es ja eh nur aufwärts, da kann man gar nicht sparen. Aber das scheint mir doch wesentlich zu sein. Eben woher die anderen 20 Millionen neben der Spitalfinanzierung? Und dann, warum geht die Regierung davon aus, dass das ein Einmaleffekt ist? Also Sondereffekte haben sie ja dort darunter. Wenn man das ja anschaut, Verlagerung im ambulanten Bereich, das ist ja ein allgemeiner Trend, wo man kann sagen, das wird dann stetig und dann müssen wir es eigentlich ja unter den normalen Effekt verbuchen. Genau, das ist ein wesentlicher Punkt, den ich auch ausgeführt habe. Besten Dank, Stefan Ulrich, für den Hinweis. Es ist ja so, dass der Minderaufwand Spitalfinanzierung von 25 Millionen Franken, dass wir dort mal zum heutigen Zeitpunkt davon ausgehen, dass es als tiefer Fallwachstum, wie es da steht. Aber wie weit das denn das auch sich jetzt nicht nur ein Einmaleffekt ist, das muss noch vertieft geprüft werden. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch, und das ist der andere Teil bei den Prämienverbilligungen, oder? Wo wir auch Mindereinnahmen oder Minderaufwände haben. Und da habe ich auch gesagt, da muss man auch prüfen, jetzt da unsere Einkommensgrenze im Kanton Aargau, wie ich gesagt habe, liegt die höher wie der Kanton Luzern. Aber dort laufen jetzt natürlich die vertieften Prüfungen. Hat das Auswirkungen langfristig, dass man dort auch etwas anderes müsste einstellen? Der Grossrat wird jetzt ja am 7. Mai, ist es, glaube ich, sich schon mit dem Dekret, meinte ich, schon befassen, oder? Dort ist das angesetzt oder sicher im Mai. Also die Fragen werden sicher auch dort
gestellt werden. Dann ambulant vor stationär ist ein weiterer Punkt, wo wir auch davon ausgehen, dass mal die Einschätzung vom DGS, dass unabhängig von dem Bundesgerichtsentscheid, der kantonalen Umsetzung vom Grundsatz ambulant vor stationär, dass man davon ausgeht, dass mit der künftigen Entlastung infolge vermehrt ambulant durchgeführter Eingriffe zu rechnen ist. Aber auch das muss noch jetzt gerade für Planjahr und für das nächste Budget im Detail abgeklärt werden. Aber das sind eigentlich die drei grossen Positionen. Aber die Fallzahlen in den Spitälern sind schon aufgegangen, einfach nicht so fest, wie man denkt. Das ja. ist nicht ein Richtig. Ja. Korrekt. Weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich vorschlagen, dass wir den Teil von der Doppelmedienkonferenz abschliessen. Und jetzt noch zum Schluss zu der Vorstellung von der Botschaft Staff SV 17 im Umsetzung im Kanton Aargau-Kamp. Ich darf das Wort wiedergeben am Landstatthalter und Finanzdirektor Markus Diet. Besten Dank. Ich werde so wieder ganz kurz auf die Ausgangslage Schweiz gehen, dann aber auch natürlich den Kanton Aargau. Die Anhörung, das zentrale Element, was hat die Anhörung ergeben? Wir tun ja heute Botschaft präsentieren, wo dieses Jahr in erster und zweiter Beratung vom Grossrat sollte behandelt werden können, dass wir das Ziel erreichen, dass wir es per 1.1.20 eben in Kraft setzen. Also da sind wir recht gefordert von dieser zeitlichen Komponente. Wir dürfen auch festhalten, gerade als Einleitung, dass ohne Staff, und da ist der Regierungsrat nach detaillierter Analyse dezidiert der Auffassung, dass Gefahr besteht, dass Unternehmen abwandern könnten und oder dass eine erneute Vorlage lediglich die Abschaffung von der privilegierten Besteuerung von der Statusgesellschaft enthalten könnte. Und das Szenario, gerade für den Kanton Aargau, wo bezüglich Steuerwettbewerb halt einfach nicht so viel Handlungsspielraum hat, nicht so viele Möglichkeiten, das wäre weit schlechter, wenn der Steuerwettbewerb natürlich auch noch angeheizt würde, gerade bei den anderen Kantonen, die da sehr viele andere Möglichkeiten haben. Wir haben die Anhörung durchgeführt, Anhörungsergebnisse zur Kenntnis genommen, ausgewertet und wir sind der Meinung, Ihnen jetzt können eine mehrheitsfähige Vorlage zu unterbreiten. Das ist auch ganz wichtig, das ist eines, glaube ich, der wichtigsten Ziel, dass wir letztlich einfach auch ein Ergebnis haben, wenn wir es umsetzen müssen, wenn das natürlich immer unter Vorbehalt, es kommt am 19. Mai auch durch, das ist ja logisch, aber wir können es nicht einfach warten. Wie wenn es durchkommt, dann müssen wir ja am 1.1.20 das in Kraft setzen und darum haben wir ja auch parallel angefangen zu arbeiten. Und ich glaube, ganz wesentlich ist auch, und das war ein Anliegen vom Regierungsrat, dass eben auch, wenn sie am 19. Mai für die Volksabstimmung müssen die Entscheidgrundlagen haben, dann gehört eben auch klar die Botschaft dazu, wie der Regierungsrat Kanton Aargau das Ganze möchte umsetzen. Wir kommen zu der Ausgangslage Schweiz, die habe ich Ihnen schon mal gezeigt, beim Start bei der Anhörung, einfach noch mal ganz kurz. Als Ausgangslage, die Schweiz muss aufgrund von der internationalen Richtlinie die Steuerprivilegien von ausländischen Statusgesellschaften abschaffen. Die EU will, das ist ihr Ziel, so schon verständlich, sie will, dass die Unternehmen dort Steuern zahlen, wo der Gewinn anfällt. Das ist eigentlich die Kernaussage von dieser ganzen Übung. Von der EU. Und wir haben wirklich mittlerweile jetzt noch verstärkter, wie auch schon, haben wir jetzt noch die unilateralen Massnahmen, die seit einiger Zeit Staaten eigenhändig vorgehen, um Steuersubstrat ins eigene Land zu holen, beispielsweise Italien oder Österreich, wo zu tiefe Gewinnbesteuerung von ausländischen Betriebsstätten von ihren Konzernen nicht akzeptiert werden und die dann mit höheren Steuern belastet werden im eigenen Land. Das ist ja klar, was man damit bezweckt, dass die nachher die Unternehmen aus der Schweiz abziehen und natürlich dort anholen ins Land, ins EU, in den EU-Raum, wo sie dann eben nicht mehr schlecht behandelt würden. Und das ist natürlich für uns ein ganz wichtiger Punkt, dass wir da nicht die Abwanderung müssen in Kauf nehmen. Und darum ist auch richtig, dass der Bundesrat jetzt reagiert hat darauf. Die Unternehmenssteuerreform 3 ist ja Februar 2017 deutlich abgelehnt worden, mit 60%. Man hat dann eine neue Vorlage ausgeschaffen. Man hat auch gesehen, dass es eine ausgeglichene Vorlage muss sein, wo eben auch die Anliegen der Gewinner von dieser Abstimmung aufnimmt. Und da ist ja vor allem dann noch die Lösung mit dem sozialpolitischen Ausgleich gekommen,
dass man also die Steuerreform mit der AHV verknüpft. Also nicht nur Unternehmen profitieren von der Steuerreform, sondern auch die Einwohnerinnen und Einwohner profitieren von einer kurzfristigen Stabilisierung von der AHV-Finanzierung und langfristig profitiert die AHV von den positiven Auswirkungen von der steuerlichen Massnahmen von der Steuerreform. Auch diese Auffassung teilt der Regierungsrat, dass also die STAF jetzt, so wie sie vorliegt, doch eine mehrheitsfähige Lösung auch kann sein, weil sie eben auch die verschiedenen Anliegen von diesen verschiedenen Lager auch aufnimmt und, denke ich, eine nachhaltige Lösung auch kann sein. Das Bundesparlament hat dem deutlich zugestimmt. Jetzt die Abstimmung findet am 19. Mai statt, weil das Referendum ergriffen worden ist. Und eben, wie ich gesagt habe, ist es wichtig, dass die Aargauer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für die eidgenössische Volksabstimmung auch wissen, und darum machen wir jetzt ja auch die Veranstaltung hier und die Botschaften so präsentieren, dass man ein klares Bild hat über die kantonalen Auswirkungen, wie das sollte umgesetzt werden. Fazit, jetzt sind wir noch bei der Schweiz, von dieser Steuerreform und AHV-Finanzierung STAF, wie sie heisst, dass die Unterstützung verdient, hat der Regierungsrat klar entschieden, dass wir auch gegen aussen auftreten, dass wir ein Bekenntnis abgeben für das, wie es für den Kanton Aargau, und jetzt Ihnen nachher zeigen, ganz wichtig ist, wenn man auch nicht vielleicht gefühlt durch die, vielleicht nicht so viel Statusgesellschaft, die wir haben, das Gefühl hätte, man wäre nicht mal so betroffen, aber gerade mehr, die im Export, wo wir vorhin schon darüber geredet haben, so stark verankert sind und damit auch mit KMUs, mit Zuliefereraufträgen, eben auch die indirekte Zuliefereraufträge, eben ganz stark davon abhängig sind, dass wir diese Unternehmen eben gleich auch können, in diesem Bereich eben hier Kanton Aargau behalten und damit auch eben, und da schaue ich auch in die Fraktionen hinten, eben auch weiterhin die KMUs haben, um eben auch die Arbeitsplätze anbieten. 1,1% Bevölkerungswachstum muss man irgendwo versorgen, muss man irgendwo Arbeitsplätze haben. Das funktioniert bis jetzt gut. Das sieht man in der tiefen Arbeitslosenquote, die wir haben im Kanton Aargau. Dem müssen wir eben auch unter dem wirtschaftlichen Aspekt, und vielleicht im ersten Blick nicht gerade im Vordergrund steht für das Anliegen, aber im zweiten Blick eben auch als ganz wichtig erachtet werden muss. Der Aargau, wie ich es gerade gesagt habe, vielleicht nicht so viele Statusgesellschaften, Sie sehen aber die Bedeutung von der juristischen Person im Kanton Aargau grösser ist als bei den Gemeinden, was eben das Verhältnis von der Steuereinnahmen betrifft. Und somit wirkt sich die SV17 eben beim Kanton grundsätzlich stärker aus als bei den Gemeinden. Jetzt kommen wir zu der Anhörung. Was ist das Fazit? Wir haben bereits mit der Ausarbeitung von der Anhörungsvorlage haben wir Ihnen aufgezeigt mit den verschiedenen Varianten, die wir präsentiert haben, dass wir darauf hinweisen wollen, dass man das Mögliche mit dem Machbaren irgendwie muss vereinen muss, damit im Kanton Aargau ansässige Unternehmen fokussiert, vor allem die Möglichkeiten, die der Bund jetzt gibt, also auf innovative Hightech-Unternehmen, das trifft sich ja gerade gut, weil der Kanton Aargau ja schon in diesem Bereich jetzt schon stark ist, Park Innovare, dann aber Hightech-Zentrum, PSI, und die ganze Forschung und Entwicklung, auch mit diesen vielen KMU, dass wir eben hier eben müssen, weiterhin attraktive steuerliche Rahmenbedingungen schaffen für einen guten Standort, dass die Unternehmen da bleiben, die Arbeitsplätze sichern und auf der anderen Seite, so gut kommt, möchten wir natürlich auch noch neue Unternehmen da können ansiedeln. Das ist natürlich etwas, was wir auch damit bezwecken. Was ist das Ergebnis von der Anhörung? Die Anhörung haben alle Parteien teilgenommen, wichtigste Verbände, grosse Verbände, 16 Städte, Gemeinden, Gemeindeverbände, haben sich geäußert, sehr erfreulich. Es war also da das Interesse auch herum, man ist sich auch der Brisanz bewusst. Und es ist unisono und ist herausgekommen, dass wir eine bestmögliche Förderung von den innovativen Unternehmen mit weiterem Ausbau von dem Hightech-Standort Aargau, das ist grossmehrheitlich befürwortet worden, dass man in diese Richtung weitergehen will, wie das auch schon in der USR 3 vorgesehen war. Wir haben bürgerliche Parteien, mehrheitlich alle bürgerlichen Verbände und Wirtschaftsverbände, die wollen die Unternehmerinnen und Unternehmen nicht stärker belasten. Die Dividendenbesteuerung soll darum auf dem bundesrechtlich vorgeschriebenen Mindestmaß festgelegt werden und auf die Aufhebung von der privilegierten Vermögensbesteuerung
von nicht kotierten Beteiligungen soll verzichtet werden. Und es wird begrüßt, dass man die weiteren Aargauer Vorteile, Standortvorteile von der Anrechnung, von der Gewinn- und Kapitalsteuer beibehalten möchte. Das wird ebenfalls begrüßt. Und im Gegenzug, und das ist wahrscheinlich jetzt entscheidende, das ist der entscheidende Punkt, wo wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Kantone das auch können anweisen können, sind die Wirtschaftsverbände bereit, im Hinblick auf die finanziellen Auswirkungen und ohnehin geringfügige Reduktion von der Gewinnsteuer, die man könnte vornehmen, auf Gewinnsteuersatzsenkungen bei oberen und unteren Tarifen verzichten. Also die Wirtschaft sagt, wir sehen, wenn wir wollen, eine mehrheitsfähige Lösung anbringen, dann können wir in der heutigen Lage, wo der Kanton Aargau ist, können wir nicht jetzt da noch etwas fordern, wie viele andere Kantone vielleicht möglich ist. Also wir sehen das ein, wir sind da zurückhaltend und damit lassen sich auch Steuerausfälle deutlich verkleinern. Auf der anderen Seite haben wir die SP, die Grünen und auch SP-Nachverbände, die die Reduktion eben von der Gewinnsteuertarif ablehnen, wo jetzt eben noch verzichtet wird, weil damit der Steuerwettbewerb weiter angeheizt wird, das ist sicher eine richtige Aussage. Und es wird auch aufgeführt, dass man zusätzliche Bundesmittel für den Sozialausgleich zugunsten von der natürlichen Personen, also außerhalb von der SV 17, soll verwenden. Zahlneutralität, da ist man überall alle der Meinung, dass die muss für Kantone und Gemeinden erreicht werden. Also das ganze Konstrukt der SV 17 muss innerhalb von dem SV 17 Gebilde eben auch ausgeglichen sein. Wenn man es dann anschaut und auswertet, sind rund 75% von allen Teilnehmenden von der Anhörung mit ihren Eingaben zielen eigentlich auf die Version 2, die Variante 2 von der Anhörung vom Regierungsrat ab. Und dementsprechend haben wir uns dann natürlich auch verhalten, dass wir die Variante 2, was sie auf dem ursprünglichen Anhörungsbericht Seite 12 gesehen haben, dass wir da aufgenommen haben. Wir haben also durchaus Möglichkeiten für eine tragfähige Lösung, sowohl für bürgerliche als auch für linke Parteien und Interessenvertreter, gemäss eben der bereits erwähnten, aufgezeigten Variante 2. Wie sieht die aus? Wir wollen volle Ausschöpfung bei den neuen Sonderregelungen, Patentbox und zusätzlicher Abzug, Forschung und Entwicklung. Also da die Innovation fördern, die innovativen Unternehmen sollen wir fördern, dass man da im Genuss von einer Gesamtsteuerbelastung von lediglich 11% kommt. Das ist auch KMU mit Gewinn in der unteren Tarifstufe gar auf 10%. Das ist interkantonal und international eine absolute konkurrenzfähige Belastung im vordersten Ranking. Und ich glaube, was man auch sagen mit dem von der Wirtschaft akzeptierten Verzicht auf eine tarifliche Entlastung, kann im Gegenzug, das ist eine Bedingung natürlich auch, gewesen, dass das überhaupt möglich ist, dass es dort keine Mindereinnahmen gibt, wenn wir keine Gewinnsteuersatzsenkungen haben, kann auch im Gegenzug auf die Dividendenbesteuerung auf eine Erhöhung verzichtet werden. Also die brauchen wir dann nicht für die Gegenfinanzierung, kann man die unverändert lassen, wie sie heute ist, gleich lassen. Also von diesen 40-50% wäre die Erhöhung über die Teilsatzverfahrensänderung. Also da kann man auf eine Verschärfung bei der Vermögensbesteuerung auch von den nicht kotierten Beteiligungen verzichten. Das ist ein weiterer Punkt, der in der Diskussion aufgeführt worden ist. Da haben ja neben dem Kanton Aargau gesehen, die Vermögensbesteuerung von nicht kotierten Beteiligungen, dass man da das eben nicht so vorgesehen, keine Verschärfung vorgesehen, sieht das auch Neuenburg, Wallis, Nidwalden, Glarus und Tessin so vor. Und zusätzlich ist ja im Bund jetzt noch eine Motion hängig, wo auch da noch will die rechtlichen Grundlagen auf der anderen Ebene, auf der Bundesebene, also nicht nur auf der kantonalen Ebene, ist über tarifliche Lösungen möglich, aber auf der Bundesebene eben auch über eine Gesetzesänderung eben noch möglich machen. Also da in dem Sinn beibehalten beim alten Zustand, wenn sich das anders herausstellen sollte, dann müssen wir natürlich den Part auch wieder anpassen. Mit dem Verzicht auch von der Wirtschaft auf Tarifsenkungen wird im Anliegen der Gewinne der USA 3-Abstimmung, dass eben der Steuerwettbewerb nicht noch angeheizt werden soll, wird Rechnung getragen. Die Ausgleichsmassnahmen. Wie sieht das aus mit den Ausgleichsmassnahmen? Wir haben zusätzliche Bundesgelder, die wir überkommen, von 17% auf 21,2%. Das macht die 40 Millionen aus.
die wir bekommen, mit den zusätzlichen Bundesgeldern. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wo man sich auch wieder vor Augen führen muss. Der Bund hat die Gelder für irgendeinen Sinn und Zweck ausgeschieden und stellt jeden Kanton zur Verfügung, indem man für diesen Zweck, dass man einen finanzpolitischen Handlungsspielraum überkommt, damit man eben als Kanton in der Lage ist, die vorgesehenen Massnahmen, die jetzt die SV17 oder STAF vorgesehen, nämlich die Abzug, Forschung und Entwicklung, Patentbox, wenn man das gewähren will, hat man ja Mindereinnahmen. Und das soll eben möglich werden, dass man die kann auffangen, gegenfinanzieren durch eben die Bundesgelder, die wir da zur Verfügung bekommen. Und wenn wir das jetzt so umsetzen, wie wir das angedacht haben, dass wir eben das genau machen wollen, wie das für uns ein USP ist, dann brauchen wir genau exakt die Höhe von diesen Geldern, diesen 40 Millionen, die wir dort können einsetzen können. Verschiedene Kantone, die sehen jetzt noch weitere Tarifsenkungen vor, also die Gewinnsteuersatzsenkungen, wo eben unsere Wirtschaft darauf verzichtet. Und dort, wenn wir natürlich noch weitere Senkungen würde ich vornehmen, die dann eigentlich ja wieder so der Staat, zu Lasten von der Staatsrechnung gehen, die müssten wieder anders außerhalb kompensiert werden. Dann ist klar, dass dort dann auch darüber diskutiert wird, dass man dann auf der anderen Seite soziale Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen hat. Aber wenn wir das nicht machen und wir auch gar nichts mehr zur Verfügung haben von diesen Bundesgeldern, sieht man auch, ist man auch der Meinung, dass auch keine sozialpolitischen zusätzlichen Ausgleichsmaßnahmen gerechtfertigt sind, zumal auch die Mittel gar nicht zur Verfügung stehen und auch nicht Mindereinnahmen provoziert würden durch die Unternehmen, weil die eben gerade auf Gewinnsteuersatzsenkungen verzichten und wir das auch machen mit dieser Vorlage, mit dieser Botschaft, die sie jetzt hier bekommen. Die Anhörungsvorlage sind die Mindereinnahmen aus der neuen Sonderregelung aufgrund von Annahme von Schätzungen beziffert worden. Wir haben verschiedene Gespräche geführt und das ist natürlich auch immer spannend. Wie sieht das aus? Mittlerweile haben sich die Unternehmen intensiver befasst damit, was es heissen würde, wenn man Forschung und Entwicklungsabzug geltend macht. Was heisst das für ein Unternehmen? Wie viel würde auch davon Gebrauch gemacht? Und da besteht auch eine gewisse Unsicherheit und wir sind so Schätzung gekommen, dass wir mit Mindereinnahmen rechnen müssen, in einer Bandbreite, und das ist wahrscheinlich auch richtig, dass man eine Bandbreite angibt. Man kann nicht exakt sagen, es sind 39,5 Millionen Franken, sondern es ist ein Range wahrscheinlich von 35 bis rund 40 Millionen Franken, die wir annehmen. Und wir haben im Kanton ein Saldo von Mindereinnahmen in der Höhe von 6 Millionen Franken bis Mehreinnahmen von 4 Millionen Franken. Also man ist eigentlich da, es geht wirklich auf mit den Bundesgeldern, die wir überkommen. Und dasselbe trifft zu für Gemeinden, wo wir ein Saldo haben von rund 4 Millionen Franken bis 1 Millionen Franken. Gegenfinanzierung erfolgt damit, wie bei der Anhörungsvorlage, weiterhin innerhalb des Unternehmenssteuerrechts Belastungen von natürlichen Personen nicht notwendig, also keine Steuerfußerhöhung bei den natürlichen Personen wegen der SV17, kein Leistungsabbau des Staates wegen der SV17. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das versteht, dass der Regierungsrat das so kann umsetzen kann und dementsprechend ist auch die Botschaft, liegt auch in der Botschaft vor. Wir haben also eine mehrheitsfähige Vorlage. Sie hat zum Ziel, alle im Kanton ansässigen Unternehmen, Konzerne wie KMU, weiterhin möglichst attraktiv können zu halten mit steuerlichen Rahmenbedingungen, die attraktiv sind. Und darum sind wir der Meinung, dass wir diese Sonderregelungen gerade für unseren Kanton Aargau eben ausschöpfen sollten. Zusammengefasst ergibt sich aus der Botschaft vom Regierungsrat der vorgeschlagenen Gesetzesrevision diverse positive Wirkungen. Anders als in vielen anderen Kantonen resultieren für den Kanton und Gemeinden keine Mindereinnahmen, die auf andere Art und Weise wieder müssen kompensiert werden. Wir haben eine Ausgangslage, die den aktuellen Verhältnissen und Bedürfnissen vom Aargau ausgerichtete, tragfähige, mehrheitsfähige Lösung ist. Eine ausgewogene Reform also zum Nutzen von allen, von den involvierten Unternehmen, KMU, Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch Einwohner, dass wir hier die Wirtschaft stärken, die Unternehmen abhalten, innovative Unternehmen mit einer konkurrenzfähigen Steuerbelastung gute Bedingungen bieten. Sie sehen den Terminplan, wie das aussieht, also Beratung, Grossrat, erste Lesung, Mai 2019. Dann würden wir im Regierungsrat Lesung machen, dann Beratung, zweite Beratung,
im September, dass wir könnten in Kraft treten, 1. Januar 2020, wenn das Referendum ergriffen würde, nach dem Grossratsentscheid, dann würde eine Volksabstimmung am 17. Mai stattfinden, wo dann mit rückwirkender Inkraftsetzung durchgeführt werden könnte. Das sind die wesentlichen Massnahmen. Ich fasse das nochmal zusammen. Forschung und Entwicklung, die innovativen Instrumente, die wir überkommen vom Bund einsetzen für unsere Aargauer Wirtschaft. Die Bundesgelder, die wir überkommen, auch für das zur Gegenfinanzierung einsetzen. Und auf der anderen Seite Status quo, keine Veränderungen. Wenn wir sie uns nicht leisten können, 1% Gewinnsteuersatzsenkung entspricht 30 Millionen Franken. Wenn wir über den Berg sind, habe ich vorhin gesagt, wenn die Haushaltssanierung durch ist, dann wird man auch wieder über das wahrscheinlich diskutieren. Zum heutigen Zeitpunkt ist das eine tragfähige Lösung. Und ich bin überzeugt, wir werden mit so einer Lösung eine Stabilität können anbringen, wie es eine mehrheitsfähige Lösung ist, die für die Unternehmen ganz wichtig ist. Schlimmste ist, irgendeine utopische Gewinnsteuersatzsenkungen beantragen, die man nachher nicht gegenfinanzieren kann, die man nachher in eine Referendumsabstimmung kann. Und Sie haben gesehen, was in Bern passiert ist. Wir wollten Gewinnsteuersätze senken. Keine Chance bei der Bevölkerung. Also da sind wir der Meinung, dass wir mit unserer zurückhaltenden, grossen Lösung, die stabil ist, eben auch auf Kurs sein können, dass wir eben wirklich schnell Rechtssicherheit wieder bekommen. Besten Dank. Besten Dank dem Landstatthalter Markus Diet für die Ausführungen Staff SV 17. Wir haben jetzt die Gelegenheit, auch wieder für Medienschaffende zu dem Teil von der Doppelmedienkonferenz Fragen zu stellen. Wem dürfen wir das Wort erteilen? Thomas Gerber. Ja, ich habe eine kleine Klärungsfrage. Das Ganze wird ja schon saldoneutral aufgeleistet. Aber wenn jetzt die Bundesentscheidung oder der Ausgleich vom Bund nicht kommt oder nicht käme, wie viel weniger würde man einnehmen mit dem, was jetzt der Argo vorschlägt? Das ist mir irgendwie nicht ganz, die Zahlen nicht klar. Ja, also die Bundesgelder, oder? Also der direkte Bundessteuer, das ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil von der Bundesvorlage, oder? Wenn jetzt also die Bundesvorlage am 19. Mai durchkommt, dann gilt das, dann wird das auch ausgerichtet, oder? Wenn wir es dann umsetzen, wenn wir es natürlich nicht umsetzen, dann gibt es auch keine Gelder, oder? Das ist klar, man muss es ja dann umsetzen, man kann nicht nichts machen, oder? Aber es ist nicht so, dass jetzt in der eidgenössischen Abstimmung jetzt beispielsweise dieser Teil noch rausgebrochen werden und dann einfach nichts kommt, oder? Entweder kommt oder kommt gar nichts. Entweder gibt es SV-Staff oder gibt keinen Staff. Was bei uns ist der Fall die Frage der Verwendung von diesen Bundesgeldern. Oder? Wenn dann wir umsetzen, ist die Frage, was macht man mit diesen Geldern? Und die Gelder sind vom Bund vorgesehen, für eben Mindereinnahmen aufzufangen, die im Zusammenhang mit der Umsetzung von dieser Staffkantone müssen gewärtigen, also Mindereinnahmen aufzufangen und gegenfinanzieren. Das ist die Hauptidee von diesen Bundesgeldern. Und insofern müssen die für das verwendet werden, wenn man jetzt noch mehr hätte, oder? Nicht alles braucht, oder wenn man einfach sagt, ja, man tut zusätzlich noch Gewinnsteuersatzsenkungen machen und dafür soziale Massnahmen noch beschliessen. Dann muss das irgendwo anders finanziert werden, von irgendwo anders her, ausser man hätte vorher. Aber das haben wir nicht, weil eben das gerade etwa sich die Waage hält. Weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, möchte ich ganz herzlich bedanken für das Interesse an den Themen, die wir heute haben dürfen kommunizieren. Der offizielle Teil der Medienkonferenz wäre geschlossen. Und wie gesagt, es stehen jetzt alle die beiden Referenten, der Herr Staatsschreiber und der Herr Landstatthalter, plus die Auskunftspersonen noch für Statements und Einzelinterviews fügen. Besten Dank und schönen Tag noch.